besteht aus 3 CAS. Beim ersten CAS geht es so um Strategie, Kultur, so übergeordnete Themen. Dann beim zweiten CAS geht es um Führen von modernen Organisationen. Dort ist zum Beispiel E-Health drin, Nachhaltigkeit, Recht und Politik, so solche Sachen. Und beim dritten CAS, den haben wir ganz neu konzipiert, da geht es um Selbstführung. Da ist ein DC drin, ein Development Center, und da machst du tagelang so verschiedene Übungen und bekommst nachher ein unmittelbares Feedback, wirklich ein längeres Feedback von einem Coach, und der auch noch aufzeigt, wo könnten noch deine Entwicklungsmöglichkeiten sein. Es sind eigentlich nur ausschließlich Leute drin aus dem Gesundheitswesen. Die Verbindung zwischen Management, nachher auch zwischen Werkzeug und Förderung von sozialen und methodischen Kompetenzen, das ist wirklich sehr stark auf das Gesundheitswesen fokussiert. Alle Führungsleute in höheren Funktionen im Gesundheitswesen. Weil wenn sie sich ihren Mitarbeitern und ihren Unternehmen etwas Gutes tun, dann ist das eigentlich das Richtige für sie.